Worms! Clan Wars! So. Also ich halte mich im Moment echt gut und Gerd hat in den letzten zwei Folgen echt nachgelassen. Ja. Das stimmt wohl. Ich glaube, ihr habt aber beide zumindest in den Folgen bisher nur einen Sieg, oder? Oder hat Gerd zweimal gewonnen? Weiß ich jetzt gar nicht. Der da oben steht natürlich richtig gut. Da stehe ich echt richtig gut. Ja, genau. Schieß mich bis zum Mond und noch viel weiter. Ja! Ach scheiße, weißt du, was ich vergessen habe mit den Items? Egal. Also mit den Objekten. Ja, dann haben wir jetzt mal keine. Dann müssen wir uns jetzt mal auf unser Können. Haha, Wortwitz verlassen. Ja, alles klar. Ja. Okay, so geht's auch. Danke. Hallo Gerd. Hallo. Guck mal Gerd, Präsentierteller mit Granatenkurve. Ah, da kommt mein Essen. What? What? Das heißt, nee. Vor 10 Minuten bestellt gefühlt. Ja, die sind schnell. Jetzt hat er mich doch tatsächlich. Das wirst du bereuen. Dass da aber auch fast alle unten stehen. Gut, ich meine, viel oben gibt's ja auch nicht, aber ist halt trotzdem irgendwie doof. Ja, bietet sich hier andere Granaten reinzuschmeißen. Ja, das auf jeden Fall. Stell dir mal vor, wir hätten hier noch viele Objekte. Wie schnell das gehen würde. War vielleicht doch ganz gut so. Ja, jetzt kriege ich die Retourkutsche dafür, dass ich ihn gehauen habe. Geh mal runter zu deinen Freunden spielen. Ja. Mach ich. 1, 2, 3. Tschüss. Hallo Gerhard. Gerd genau auf der Nase gelandet. Ja. Gerd ist halt ein gutes Polster. Ja, ich krieg jetzt 100 pro einen mit. Oder er geht unten auf die Menge. Sag ich, ja. War klar. Hätte ich nicht. Auch sein eigen dabei. Ja, egal. Ich mache mehr Schaden an euch als an meinem eigenen. Das stimmt. Ja, Mario lässt da jetzt was reinfallen und schon ist das erste Loch in der Karte. Ist das ein kleiner Wurm? Nee, ist ein Brain, ne? Ja. Alles klar. Echt? Wow. Ernsthaft? Was ist das? Granit? Und selbst wenn, ich stehe da oben wieder auf der Spitze. Ja. Ja, genau, polier mir den Hut. Okay, das Ding komisch. Ja, das sieht eher anders aus, also ja. Ich möchte da jetzt nicht ranzoomen. Ich zoom ran. Komm in die Gänge. Ja. Boah, komm. Ja, genau. Gerd, ich flieg nach links, du nach rechts. Mhm. Wir teilen uns das, ne? Yo, hi. Hi, Nick. Ich wollte nur für Teamtrennung sorgen. Total. Ist dir da unten sehr gut gelungen. Genau. Gerd nimmt sich die Heal-Kiste. Und jetzt teilt er aus.
Dieser nitschige Blick, den der Wurm drauf hat, ne? Aua. Oh. Ich habe eine Idee. Also für mich gleich. Auch eine Idee. Heil. Im Ernst? Fünf. Allen Ernstes? Fünf. Ich hoffe, das reicht. Nein. Doch, reicht. Perfekt. Aber nicht, um Gerd zu töten. Shit. Boah, Gerd hätte jetzt gerade nach unten fliegen müssen. Aber er hat Glück gehabt. Ja, weil oben die Kurve ist. Ja, das war nämlich eigentlich der Plan, dass Gerd gerade nach unten ins Wasser plumpst. Ja, genau. Ja, super. Da stehen wir richtig gut, Mario. Ja, ja. Nick, ich nach links, du nach rechts. Ja, toll. Ich glaube, nach links wäre mir lieber. Ach, super. Oh, beide nach rechts. Ja, aber ich höher. Ja, aber du tot. Ehre! Hallo, Nick! Hey. Was mach ich denn jetzt mit dir? Was mach ich denn jetzt mit dir? Meine Makaroni sind übrigens angekommen. Ja, nee. So, Gerd macht ein riesen Loch und wenn ich Pech hab. Boah. Fall ich okay, ins andere. Alles klar. Gerd, so langsam wird's ein bisschen eng da unten. Wie zum Geier kann ein einzelner Mensch so viel Lack haben wie der? Ich? Mhm. Ach, das war, genau so habe ich mir das vorgestellt. Ja, ja. Das war alle drauf. Komm mal dazu. Ach, schade. Nee, nee. Aber das sieht gut aus für Gerd jetzt. Bleib nicht liegen. Mann! Tja. Ja! Klugscheißer. Puh. Was mach ich denn jetzt mit dem? Oh, ich hab ne Idee. Warte mal. Freunde. Ist das ein Sack, ne? Warte mal, wenn ich jetzt erstmal. Oh wow, okay. Der ist viel stärker nach unten abgefallen, als ich mir das vorgestellt habe. Nein! Das war anders geplant. Da hätte ich die Faust genommen. Ja. Egal. Ich hab gedacht, der wird dann da so schön runterrutschen. Nee.
Boah, Leute, wir können nicht jetzt schon so nah am Ende sein, ne? Wir haben erst 10 Minuten. Ja, wir sind halt gut, ne? Ja, total. Oh, oh. Und tschüss. Sauber. Tschüss, Mario. Hat aber auch genau gepasst. Kacke. Das war anders geplant. Tja, 4 gegen 2. Das Problem ist, dieser fette hässliche Wurm ist schwerfälliger als eine Anton noch. Wenn ich jetzt Glück habe, 4 gegen 1. Nee. Oh Gott, der reicht ja wohl nicht ansatzweise. Nee. Guck mal, Nick hat Pipi gemacht. Scheiße. Ich hätte dem doch die Holy da hinschmeißen sollen. Und der ist da oben so safe, der Junge, ne? Mhm. Schade, noch ein bisschen weiter hätte ich fliegen müssen. Ah, jetzt ist sowieso der dran. Na gut. Versuch Nummer 2. Die liegt doch gut. Jawohl. Jetzt noch der 150er, aber der wird schwer. Gerd, nicht dein Tag, wa? Nee, heute irgendwie. Doch, ich find's gut heute. Noch ein bisschen unschlüssig. Zu lang. Na. Komm, versuchen. Entweder das klappt oder eben nicht, ne? Okay, 4 Sekunden waren viel zu viel. Da hätten 2 dicke gereicht. Boah. Aber das reicht nicht. Das ist ein bisschen doof gelaufen. Also ich hätte 2 Sekunden machen müssen, das wäre optimal gewesen. So war leider, naja, stehst jetzt noch höher. Toll. Ja, aber auf dem Präsentierteller. Ja, aber da oben musst du erstmal hintreffen. Zu tief. Voll. Entschuldigt, ich war so ruhig, ich musste eine E-Mail lesen. Nein, oh, oh Gott. Alter. Ey, komm. Nick, das könnte ein Ende sein für den Wurm. Nein, oh Gott, nee. Mann. Ey, dann schafft er das ganz knapp nicht da oben rein. Das kann nicht wahr sein. Das Blöde ist, Gerd muss jetzt auch aufpassen. Wow. Ah!
Also ich würde jetzt, weinen. Nee, da oben steht er immer voll scheiße. Wobei, im Zweifel. So doof ist das nicht. Na, Gerd? Wobei, ich wette, dass Gerd dich da oben jetzt runterholt. Nee, Gerd teleportiert sich einfach weg, der sagt. Da, wo ich herkomme. Und damit herzlich echt, willkommen zu Katz und Maus mit Nick und Gerd. Ja, echt, ey. Währenddessen verspeise ich genüsslich meine Macaroni mit Erbsen, Champignons und Rindfleisch in Tomatensoße. Was mache ich denn jetzt? Da unten würde ich mich ja saufen. Der Wurm ist nutzlos, mit dem kannst du eh nirgendwo melden. Wobei, gut, es kann der Ersatzwurm fürs letzte Überleben sein. Dieser Mann gibt nicht auf. Wow. Unglaublich. Ich habe mich schon gefragt, wie lange es noch dauert. Das ist unfassbar. Also, Granaten sind voll geärztig, ey. Ohne Scheiß. Scheiße, wie viel HP hatte der? Der hatte nicht mehr viel, glaube ich. Weißt du, hat vorher noch nie Worms gespielt, ne? Aber die Granaten so zu werfen, unglaublich. Ich kann überhaupt nichts machen. Nö. Ist richtig. Das wird auch zu weit runterfallen. Nee, kannst vergessen. Hättest einen Wurmwechsel machen können. Hab ich keinen mehr. Ach so. Das war nämlich auch meine Idee, aber ja. Das Problem. Jetzt so wieder so ein ewiges Battle zwischen Gerd und mir. Er könnte dir im Endeffekt hinten die komplette Wand wegschießen. Wow. Verstanden. Aber ich sag mal so, im Fall von Sudden Death hat Nick die beste Position. Oh, und jetzt würde ich mich da oben in die Ecke teleportieren, ey. Ich hab hier ein bisschen Bedenkzeit. Nein. Ja, komm runter. Fuck. Ich hätte mich dahin teleportiert, wo er eben gestanden hat. Nee. Tja, ich meine, ich könnte ja jetzt. Im Zweifel vergifte ich meinen eigenen, aber. Ja. Du triffst aber nicht. Sieht lustig aus. Du triffst nicht. Ja, schade. Hauptsache dreimal einfahren lassen. Ja. So scheiße. Im Gegenteil, ich finde es total spannend. Ja, ich finde, ich könnte jetzt auch mal so langsam fertig werden mit dir halt. Es kann nicht sein, dass dieser eine Wurm gegen vier so lange überlebt. Na, bringst du?
Das Problem ist, dass ich glaube, dass Nick das überlebt. Ja. Vor allem hat Gerd sich da jetzt schön zugebaut. Das kommt dann noch dazu, ja. Naja, anderer Vorteil ist, wenn dein Wurm jetzt dran gewesen wäre, wäre Gerd auch in Deckung gewesen mit dem Fingerhut. Tja, ich kann aber nichts machen gerade. Nö. Er hat doch noch einen Wurm wechseln. Ja, das war das Teleportschild. Ach so. Gerd, denk dran, wenn du dich teleportierst, kannst du keinen Zug mehr machen, ne? Wir müssen irgendwann mal fertig werden. Ist das ein Satz? Ist noch nicht zu Ende. Ich darf jetzt trotzdem nicht verkacken. Nachschub ist eingetroffen. Ja, jetzt ist der natürlich dran. Der ist natürlich total geil jetzt. Na, Gerd spielt dich aus. Nein, oh, ich wollte die Kisten haben. Aber die dicke Wurst springt ja keinen 2 Zentimeter weit. Problem ist, wäre ich gern nicht hinterhergegangen, wäre da auch nie weggekommen und ich hätte ihn nicht gekriegt. Jetzt gehe ich hinterher und dann geht er immer wieder weg. Oh, du kommst mit. Oh. Das könnte jetzt dein Ende sein. Nee, deins. Stimmt, oh, weil, nee, weil der Falsche dran ist. Ja. Kann doch jetzt nicht sein, ne? Och nö. Willkommen zu Beef mit Roast. Hat er sich am Anfang der Folge nicht beschwert, die ist so schnell vorbei? Genau jetzt der Falsche dran, ey. Das kann nicht sein. Fuck off, was soll ich da machen? Ich hätte mich ja nicht beschwert. Dem kann ich auch nichts anfangen. Pff, keine Ahnung, der ist vollkommen nutzlos. Ich hätte ihn echt ertränken sollen, einfach. Hab ich doch gesagt. Wenn du dich ertränkt hättest, wäre der andere Wurm dran gewesen. Dann wäre er gut gewesen. Ja, wobei, kommt drauf an, wann ich mich ertränkt hätte. Über die Züge hinweg. Hätte auch sein können, dass du reinfallen. Nein! Wird zwar wahrscheinlich nicht reichen, aber da liegt er nicht. Lol. Nein. Ja. Ja, genau. 2 HP ist das dein fucking Ernst. Und auch noch Glück HP dabei. Und auf dieser Felsenspitze, weißt du? Oh, wow, ey. Lecko funny, ey. Das mit dem komischen Tier habe ich mir aber auch anders vorgestellt. Fuck, ey. Wie soll ich den da jetzt wegkriegen? Gut, ich kann es so versuchen, aber... Der landet aber auch noch an Positionen, wo du ihn kaum triffst, ne? Ach, scheiße. Ja, eben. So, weißt du, Gerd, Glück und Bahn wieder. Ach, recht. Jetzt kann der den 66er natürlich ausrotten, ne? Das ist eine Rotze. Ich würde das safe mit der Bazooka oder so machen. Reicht nicht. Dann hat er noch 16 Punkte. Und der ist als nächstes wenn du dran. Ihn, wenn du ihn oberhalb ein bisschen triffst, dann fällt er doch ins Wasser. Wäre ich mir nicht so sicher.
Oder nein, so. Doch. Und zwar aber unterhalb. Nicht oberhalb. Okay. Alter, 2 HP gegen 76. Ja. Gegen 76, die überhaupt nichts mehr machen können. Und der Nick steht in einer Position, wo sich eine Granate sehr gut ablegen lässt. Wenn der das gewinnt, fresse ich einen Besen ohne Scheiß. Wenn der Gerd das gewinnt. No! Hat der einen Lack? Ja. Jetzt habe ich verloren. Sei denn, er verzielt sich jetzt. Nee. Glückwunsch, Mario, du musst keinen Besen fressen. Hm. Ich hätte dich jetzt aber auch gekriegt, weil ich habe in der Kiste nämlich noch eine Bananabombe gehabt. Ich bin aber auch echt sauknapp. Ne? Das heißt, wenn du da jetzt nicht hochgekommen wärst, hätte ich dich da unten gehabt. In diesem Sinne... Ich tauche auch nur zweimal in dieser Gesamtstatistik auf. Ne? Meist erledigte Gegner in einem Zug und meist eingesammelte Kisten. Ja. Stimmt. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.